Ich frage mich allmählich wirklich, was hier in Dortmund los ist. Wir haben Beweise dafür, dass Frau K. Herrn Roth und mich stalkt. Wir haben Beweise dafür, dass sie eine Falschaussage gemacht hat bei der Polizei. Wir haben auch eine SMS von Frau K., in der sie ganz klar androht, dass sie ihre Schwester sogar zu einer Falschaussage anstiften möchte. Frau K. rennt zur Polizei, zeigt uns mindestens 8-mal an, obwohl sie keinerlei Beweise haben kann. So. Wir dürfen in ganz Dortmund anscheinend keine Anzeige machen gegen Frau K. Ich frage mich wirklich, warum wir zu so einem Blödsinn greifen müssen, zu solchen schwachsinnigen Videos, nur damit wir zu unserem Recht kommen. Es kann ja nicht sein, dass Frau K. hier durch die Gegend läuft und ständig stalkt, in Kellerräumen rumschleicht und an Thermen rumfummelt, mich an meiner neuen Wohnung heimsucht und keiner was dagegen tut. Ich verstehe nicht, wieso wir diese massiv verwirrte Frau so heftig unter Druck setzen müssen mit solchen beknackten Videos. Warum kann man nicht einfach unsere Beweise prüfen, unsere Anzeigen annehmen und aufgrund unserer Beweise Ermittlungen gegen Frau K. einleiten? Warum müssen wir diesen Blödsinn machen? Ich verstehe das allmählich nicht mehr, was hier in Dortmund los ist. Ich verliere allmählich den Glauben, an die Justiz. Ich weiß nicht, was wir sonst noch tun sollen. Die Videos sind der einzige Weg, Frau K. in irgendeiner Weise zu erreichen. Denn wenn wir diese Videos hochladen, haut Frau K. ab. Das ist aber nicht das, was wir erreichen wollen. Wir wollen einfach nur, dass die Falschaussagen gegen uns zurückgezogen werden und dass Frau K. aufhört, uns zu stalken. Wir wissen allmählich nicht mehr, was wir hier noch tun sollen. Wir kommen uns ziemlich dämlich vor, wenn wir solche kranken Videos hochladen. Also, ich kann nur wieder die Öffentlichkeit oder auch die Behörden in Dortmund bitte dringend um Hilfe bitten. Wir wissen nicht mehr, was wir hier tun sollen. Bitte helft uns endlich.